Hallöchen Leute, wir sind zur Villa Germania unterwegs. Noch nicht mal so sehr um ein Video aufzunehmen, sondern wegen des sehr guten Essens. Sollte ich ja einiges getan haben in der Villa. Und die ist ja mehr oder weniger umstritten. Auch bei meinen Abonnenten kamen ja einige Kommentare. Persönlich kenne ich nur zwei Bewohner der Villa Germania und die beiden sind sehr in Ordnung, muss ich sagen. Und Horst lernte ich vor vielen Jahren einmal in Onkyi kennen. In der Nähe hat er für seine thailändische Freundin oder damalige Freundin ein Haus gebaut. Mehr kann ich zu der Angelegenheit nicht sagen. Ich bin auch nur über die mehr oder weniger negativen Videos über die Villa Germania informiert. Schauen wir uns das mal an und was sich da getan hat und genießen das gute Essen. Das nahm ich bei meinem ersten Video über die Villa Germania schon einmal auf. Scheinen noch mehr Boote zu liegen als vorher. Soweit ich das von hier aus sehen kann, bekam das Gebäude einen neuen Außenanstrich. Die beiden scheinen ausgedient zu haben. Sobald man hier ein paar Meter in dem Seitensträßchen drin ist, kein Verkehrslärm mehr zu hören. In der Ecke sind scheinbar auch keine Geschäfte zu machen, auch zu verkaufen oder zu vermieten. Und dort haben sie einen riesen Kasten hingesetzt, das Riviera. Ich finde, der Außenanstrich ist erneuert worden. Kaum ein Nein. Übrigens ist da ein Kondo zu verkaufen. Übrigens, ich bin etwas angesäuert. Ich saß gerade 3-3,5 Stunden am PC, bearbeitete ein Video, wollte es rendern. Und dann bekam ich die Mitteilung, dass irgendwelche Files zerstört sind und das Video nicht gerendert werden kann. Jetzt darf ich das Ganze nochmal neu machen, in der Hoffnung, dass es dann funktioniert. Scheint ja ziemlich was los zu sein. Einige Autos schon im Außenbereich geparkt, einige Mopeds. Villa Germania. Parkgelegenheiten sind ja eigentlich nur wenige. Also ich meine, der Außenanstrich wäre neu. Da hat sich nichts getan. Vielleicht etwas dichter bewachsen als vorher. Hier der Teich mit den Kois, noch alles gleich. Und wir scheinen mal wieder Pech zu haben. Das Restaurant scheint geschlossen zu sein. Also im Innenbereich hat sich hier auf keinen Fall etwas getan. Glück gehabt. Das Restaurant ist nicht geschlossen. Nur die Beleuchtung wurde ausgeschaltet. Scheint auch Strom zu sparen hier. Kleiner Auszug aus der deutschen Speisekarte. Ich nehme wieder das Zigeunerschnitzel. Gibt allerdings wesentlich mehr. Etwas teurer geworden. Ihr könnt das ja gerne mit dem anderen Video vergleichen. Also hier hat sich absolut nichts getan. Alles beim Alten. Bin jetzt hier direkt am Pool. Da sieht auch noch alles gleich aus. Und ich meine, die Fassade wäre gestrichen worden. Bin mir allerdings nicht sicher.
An der Bar sitzen auch nur zwei Leute. Nebensaison, nichts zu tun. Die Zimmerpreise bewegen sich scheinbar zwischen 9.000 und 14.000 Baht pro Monat. Ein Konto ist zu verkaufen für 1,4 Millionen Baht. Mein Salatkram, der gehört übrigens zum Zigeunerschnitzel. Kalsessen kam. Scheint Omelette irgendwie zu sein und da ist Name Pick. Kopf und Kopf. Ja, und das ist mein Jägerschnitzel. Hatte zwar Zigeuner bestellt, aber all sei. Ich hätte euch ja gerne etwas Neues berichtet, aber in der Villa Germania gibt es absolut nichts, was neu ist. Also ich kann nichts Nachteiliges über die Villa sagen. Es waren ja auch kaum Leute da. Zwei Pärchen kamen noch zum Essen und das war es auch schon. Aber ich möchte den Restaurationsbetrieb mal lobend erwähnen. Die Qualität ist immer gleich gut, die Portionen groß und üppig und der Service sehr gut. Die zwei Essen waren für 335 Baht, da kann man nicht meckern. Ja, ich war zufrieden. Falls euch meine Videos gefallen, abonniert bitte meinen Kanal, bewertet sie positiv, bleibt mir alle miteinander gesund, haltet die Ohren steif und lasst es euch gut gehen.